läuferisch haben wir uns ausbelastet, das war okay. In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen vermissen lassen, dass wir Druck auf den Gegner aufbauen mit Tempo durchs Passspiel, das war etwas zu zäh. Haben wir auch nicht so richtig uns Chancen rausarbeiten können in den ersten 40 Minuten. Und das war nicht so das, wie wir Fußball spielen wollten. Der Platz war natürlich stumpf, der hat sehr viel Tempo rausgenommen aus dem Passspiel. Aber trotzdem müssen wir uns da auch teilweise besser bewegen, mehr Optionen bieten, die Räume besser anlaufen. Da haben wir nicht immer uns sehr gut verhalten bei verschiedenen Offensivaktionen. Aber ich denke, dass wir auch sehr viel probiert haben, sehr viel durchgewechselt haben, verschiedene Positionen auch mal mit anderen Spielern besetzt haben und im Großen und Ganzen ein ordentlicher Test, der wie die anderen zwei Spiele, die wir auch schon hatten, Trainingscharakter hatte. Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen, Großteil nur 45 Minuten belastet wurden und sind froh, dass sich keiner verletzt hat. Alle jetzt gesund, bis auf Felix Platte, mit ins Trainingslager fahren können und werden dort weiter fleißig arbeiten. Ja, da haben wir jetzt die hundertprozentige genaue Diagnose haben wir noch nicht. Wir haben eine Tendenz bekommen, dass es gut möglich ist, dass er uns in, ich sag mal, 3-4 Wochen wieder zur Verfügung steht. Ist kein Bruch oder was, irgendwas am Bandapparat. Ja, und wir gehen davon aus, und so war die letzte ärztliche Tendenz, die wir haben, ohne jetzt noch genau was sagen zu können, 3-4 Wochen. Er fährt mit und da wird er medizinisch behandelt, Reha gemacht und ihn natürlich auch bei der Mannschaft zu haben, da er auch ein wichtiger Spieler für uns ist. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ja, bis auf Dennis Owusu, der in Darmstadt bleibt, noch eine Problematik gesundheitlicher Art, eine leichte Verletzung und wird dann im Nachwuchsleistungszentrum weiter betreut, aber ansonsten fahren alle mit. Och, ich freue mich, wenn der Willi Tore schießt. Hat er ja so in der Rückrunde nicht so an den Tag legen können. Und Willi ist in einer guten Form, der hat gut gearbeitet, ist fit. Das haben die Tests gezeigt, zeigt auch in den Spielen, dass er Gas gibt und kämpft um seinen Platz. Jetzt schießt er noch Tore dazu, wegen mir kann das so bleiben. Ja, allgemein alle Spieler aus der A-Jugend, die bei uns jetzt dabei sind, haben einen guten Job gemacht, sind engagiert, lernwillig. Ja, und Gelsleitner heißt er, dass er dann auch so frech und unbekümmert spielt, wie der Leon Müller auch in der Zentrale, also das gefällt uns schon ganz gut. Die können durchaus mit reinrutschen, weil sie bringen ordentliche Leistung, sie bringen gute Leistung und sie haben selber in der Hand, wie es für sie weitergeht und da waren schon mehr als positive Ansätze zu sehen. Natürlich ist klar, man muss die Spieler auch vorsichtig aufbauen. Darf nicht zu große Erwartungen erstmal an sie haben, aber wie sie sich präsentieren, ist absolut okay.